Hi, hier ist Larkin Rose. Ich wollte euch mal fragen, was ihr so schlecht an Nazis findet. Das ist keine rhetorische Frage, sondern ich möchte tatsächlich eine Antwort. Was ist so schlecht an Nazis? Die meisten Menschen werden unabhängig von ihrem tatsächlichen Geschichtswissen oder ihrer Philosophie antworten, naja, die Nazis haben eine Menge Menschen umgebracht. Richtig, und das ist tatsächlich schlecht. Das ist etwas, was sie getan haben. Aber als die Nationalsozialistische Partei sich in Deutschland zur Wahl stellte und auch gewählt wurde, lautete ihr Programm nicht, wählt uns und wir werden einen Haufen Menschen umbringen. Niemand hat so ein Wahlprogramm, weil damit niemand gewählt werden würde. Ich hätte dieses Video auch nennen können, was ist schlecht an den Kommunisten oder am Kommunismus, weil die Antwort auf beide Fragen die gleiche ist. Der Grund, warum ich diese Fragen stelle, ist, weil die meisten Menschen diese Schubladen in ihren Köpfen haben. Nazis oder Kommunisten. Und sie haben eine ungefähre Idee, dass irgendetwas daran schlecht sein muss, aber sie wissen nicht genau, was das ist. Und wenn du sie fragst, was das eigentliche Problem, der tatsächliche Fehler der Nazis war, wissen sie es nicht genau. Wenn du sie fragst, ob sie die dahinterliegende Philosophie definieren oder auch nur beschreiben können, haben sie keine Ahnung. Es waren irgendwelche bösen Deutschen. Es hatte nichts damit zu tun, deutsch zu sein. Und es hatte auch nichts damit zu tun, dass sie das Hakenkreuz benutzt haben, nach dem Motto, du bist böse, wenn du das Hakenkreuz benutzt. Es gibt tatsächlich etwas fundamental Böses in ihrer Philosophie. Und das ist der Grund, warum es so geendet hat. Und dasselbe fundamental Böse steckt auch im Kommunismus und auch im Sozialismus. Und wenn das in Politik umgesetzt wird und eine Regierung damit arbeitet, werden eine Menge Menschen sterben. Nochmal, als Mao an die Macht wollte, als Stalin an die Macht wollte, nimm wen du willst. Niemand von denen hat vor der Wahl gesagt, wenn ihr mir die Macht gebt, werde ich einen Haufen Menschen umbringen. Sie haben es trotzdem gemacht. Das war das Endergebnis. Aber bei ihrem Versuch, an die Macht zu kommen, haben sie alle gesagt, ich kämpfe für die Wahrheit und die Gerechtigkeit. Ich werde unser Land vor seinen Feinden beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass wir stark werden und für Gerechtigkeit kämpfen und bla bla bla. Und dann musste ein Haufen Menschen sterben und ein Haufen Menschen wurde unterdrückt und es gab Krieg und so weiter. Aber wenn die Menschen denken, dass man böse ist, wenn man den Namen Nazi verwendet oder wenn man den Begriff Kommunist verwendet und sie nicht verstehen, warum es zu dem gekommen ist, wohin es sich entwickelt hat, dann müssen die Tyrannen nur einen anderen Namen für ihre Tyrannei benutzen. Kleb einfach ein anderes Schild auf dieselbe Sache, verpack dieselbe Sache neu mit einem anderen Etikett drauf und alle Leute werden wieder drauf reinfallen. Wenn du dir die Filmausschnitte anschaust von den anhimmelnden und jubelnden Massen, die sich für Mao Zedong ausgesprochen haben, für Josef Stalin oder Adolf Hitler, dann siehst du, dass sie alle begeistert waren und voller Erwartung, endlich jemand gefunden zu haben, der das Land zu dem macht, was es schon immer sein wollte und bla bla bla. Und dann starben Millionen von Menschen. Es war auch nicht so, dass sie sagten, okay, alle bösen Menschen sollten mir jetzt die Macht geben. Nein, sie haben die guten Menschen manipuliert, damit sie ihnen die Macht geben. Es ist wirklich wichtig, eine Antwort auf die Frage zu haben, was so schlimm an Nazis sein soll. Oder was ist so schlecht am Kommunismus? Es ist sehr interessant, dass die Menschen diese beiden Möglichkeiten als weit rechts oder weit links definieren. Doch im Grunde ist es dasselbe. Zunächst ist ja der Begriff Nazi die Abkürzung für Nationalsozialist. Und wenn du mich nach dem Unterschied zwischen Sozialismus und Kommunismus fragst, ist es einfach nur die Reihenfolge der Wörter, die du benutzt, um diese Richtungen zu definieren. Dahinter steckt aber dieselbe grundsätzliche Idee. Ich werde dir jetzt sagen, was so schlimm an Nazis ist. Ich werde dir sagen, was schlecht am Kommunismus ist. Und versuche zu verstehen, dass die meisten Menschen immer noch denselben grundlegenden Fehler begehen und immer noch für genau dieselbe schlechte Idee stimmen. Für die Hitler stand Mao, Stalin. Das wirklich Böse hinter den Nazis ist der Kollektivismus. Es ist die Idee, dass die Rechte des Individuums aufgegeben werden können und aufgegeben werden sollten zugunsten der Gemeinschaft oder dem Land oder der Nation oder was auch immer für einen Schwachsinnsbegriff du verwenden willst, um die Unterdrückung des Individuums im Namen der Gemeinschaft zu rechtfertigen. Ein Sozialist zu sein bedeutet, das Ich im Wir aufzugeben. Im Sozialismus wird das Individuum dem Ganzen geopfert. Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister. Ein Kommunist sollte sich mehr um die Partei und die Menge kümmern, als um ein Individuum. Mao Zedong. Wir müssen aufhören, uns um die Rechte eines Individuums zu sorgen und anfangen, uns darum zu kümmern, was gut für die Gemeinschaft ist. Hillary Clinton. Das ist das wirklich Böse an den Nazis. Und wenn du diese Prämisse akzeptierst, dann ergibt ein Großteil des Nationalsozialismus einen Sinn. Wenn du wirklich akzeptierst, dass es in Ordnung ist, dass ein einzelner Mensch leiden muss, wenn es der Gemeinschaft dadurch besser geht, dann solltest du die Hakenkreuzfahne schwingen oder die mit dem Hammer und Sichel.
Und du solltest Hurra rufen für die Unterdrückung, weil das das grundsätzliche Prinzip hinter jedem autoritären Kollektivismus ist. Es ist egal, welchen Namen du draufklebst. Die Idee, dass die Rechte der Gemeinschaft über den Rechten des Individuums stehen würden, ist das gesamte Problem. Und wenn du das akzeptieren kannst, ist es vollkommen sinnvoll, die Schwachen umzubringen. Wenn wir 100 Menschen haben und 5 davon schwach sind und krank und es Mühe macht, sich um sie zu kümmern, dann kannst du entweder ein individualistischer Anarchist sein und der Meinung sein, dass diese 5 Menschen sich selbst gehören und du sie nicht einfach töten kannst, weil sie unbequem sind. Oder du benutzt die Sichtweise eines autoritären Kollektivisten und sagst, dass es für die Gemeinschaft besser wäre, sie zu töten. Oder du kannst etwas machen, an das die Sozialisten stärker gewöhnt sind. Der Typ hat so viel Geld, also nehmen wir ihm doch sein Geld, das wird der Gemeinschaft guttun. Dann werden mehr von uns mehr Geld haben. Er wird zwar leiden, aber wen kümmert es? Es ist in Ordnung, seine Rechte für das Wohl der Gemeinschaft zu opfern und bla bla bla. So redet Obama, so redet Clinton, so reden alle Politiker, auch heute. Und genauso hat Stalin geredet und Lenin und Mao und Hitler. Sie alle haben gesagt, dass diese paar reichen, bösen Menschen für den Rest von uns geopfert werden sollten, um unser Land stark zu machen, um uns vor diesen bösen und gemeinen Menschen zu schützen. Zufälligerweise konnten alle diese Tyrannen, natürlich auch Hitler, genau das Böse benennen, wogegen sie kämpfen wollten. Die Finanzleute, die Bankleute, die heute immer noch viele Probleme machen, haben auch schon damals in Deutschland Probleme gemacht, aber ihre Lösung war Kollektivismus. Dass es einen autoritären Staat braucht, der entscheidet, wer sein Geld behalten darf und wer Rechte hat und was gut für die Gemeinschaft ist. Sie nennen es immer das Wir. Sie sagen, wir repräsentieren das Volk und im Namen des Volkes, in eurem Namen, haben wir das Recht, Steuern zu erheben und Menschen zu kontrollieren und ihre Wahl einzuschränken und sie zu überwachen. Und genau das ist es, was zur Tyrannei führt. Und der Grund, warum es funktioniert, ist, weil es ein leichter Weg ist, um gute Menschen davon zu überzeugen, für etwas Schlechtes zu stimmen. Wenn jemand einfach sagen würde, ich möchte etwas Böses machen, bitte gib mir ein Amt, würde niemand denjenigen wählen. Aber wenn du bei einem Auftritt sagst, du arbeitest für das Wohl der Gemeinschaft, für das Wohl der Masse der Menschen, dann haben die Leute kein Problem damit, Tyrannen zur Macht zu verhelfen, was immer und immer wieder geschehen ist. Also das, was an den Nazis falsch ist, ist genauso falsch an den Kommunisten und den Sozialisten und auch an der Verfassung. Denn immer wird behauptet, dass es in Ordnung ist, für den Staat das Individuum mit Gewalt zu unterdrücken, solange es für das Wohl der Gemeinschaft geschieht. Für die Menschen als Ganzes. Der Grad an erlaubter Gewalt gegen das Individuum, um von Einzelnen zu stehlen, für das Wohl der Gemeinschaft, ist in diesem Falle kleiner, als es in den anderen beschriebenen Tyranneien der Fall war. Also ist die heutige Form eine mildere Form des Kollektivismus. Aber um nochmal auf die Nazis zurückzukommen, ich möchte wissen, wie viele Menschen aufstehen. Und leider gibt es tatsächlich ein paar, ich finde es ziemlich traurig, aber von den kompletten Idioten mal abgesehen, wie viele würden sagen, naja, die Idee war gar nicht so schlecht, irgendwas ist falsch gelaufen, irgendwelche Leute haben da was falsch gemacht, also wir sollten das nochmal versuchen. Man schmeißt ja nicht die Idee aus dem Fenster, nur weil beim ersten Mal Millionen von Menschen abgeschlachtet wurden. Wir können es doch nochmal versuchen, wir können es verbessern. Man kippt doch nicht das Kind mit dem Bade aus. Lasst es uns nochmal versuchen. Also das werden nicht viele Menschen sagen. Aber ein Haufen von Menschen wird auf die Verfassung zeigen und sagen, okay, also beim ersten Mal wurde ja das größte, je bekannte und am meisten autoritäre Imperium erschaffen, mit der größten Kriegsmaschinerie in der Geschichte überhaupt, mit der schlimmsten Erpressermentalität. Aber lasst es uns nochmal versuchen. Nein, das sollten wir nicht tun, weil in jeder Verfassung immer die Grundlage für autoritären Kollektivismus enthalten ist.
Deshalb hat es sich so entwickelt. Und nein, es ist nicht das, was die Erschaffer der Verfassung wollten. Es ist nicht das, was sie vorhersehen konnten. Es war auch nicht im Wahlprogramm enthalten, als sie versuchten, uns die Verfassung zu verkaufen. Genau wie das, was in Deutschland zur Nazizeit passiert ist, nicht das ist, was im Wahlprogramm von Hitler drin stand. Was in Rot-China passiert ist, ist nicht das, was Mao zu tun versprochen hat. Genau wie in der Sowjetunion Stalin und Lenin nie gesagt haben, dass sie einen Riesenhaufen Menschen unterdrücken werden. Sie haben alle gesagt, dass es für das Gemeinwohl ist, dass es sich darum dreht, den guten Menschen zu helfen und sie vor den Feinden zu schützen, dass sie das Land stark machen werden. Es ist dasselbe, was jeder größenwahnsinnige, machtbesessene Politiker immer gesagt hat. Es kann sich im Ausmaß unterscheiden, sodass zum Schluss nur 1 Million Menschen ermordet werden und nicht 10 Millionen. Es verbiegt sich etwas in die eine oder andere Richtung, aber es ist immer das gleiche Prinzip, dass die Rechte des Individuums im Namen des Kollektivismus geopfert werden, für das Gemeinwohl, für die Gemeinschaft. Das Problem ist immer dasselbe. Und es ist völlig egal, ob du es Nationalsozialismus nennst oder Kommunismus oder eine verfassungsmäßige Gemeinschaft, es ist immer das gleiche Problem. Und abschließend noch, die meisten Menschen wissen es nicht, und ich muss gestehen, ich wusste es bis vor ein paar Jahren auch nicht, Rot-China war eine Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Die Sowjetunion war eine Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Und die Weimarer Republik, die zum Nationalsozialismus in Deutschland führte, war eine demokratische Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Und Nordkorea ist immer noch eine demokratische Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben sind. Also wenn du glaubst, dass wenn auf einem Stück Papier draufsteht, dass du nett zu anderen Menschen sein sollst und dass es das grundlegend Böse des Kollektivismus verhindern könnte, den tatsächlichen Grund, warum es so schlimm im Nationalsozialismus war, den Grund, warum der Kommunismus so schimm war, wenn du wirklich bereit bist, das immer und immer wieder auszuprobieren und sagst, kein Problem, das nächste Mal wird es schon klappen, dann bist du genau der, den ich frage und von dem ich dringend eine Antwort haben will, was so schlimm an den Nazis ist, weil, wenn du es wirklich verstehen würdest, würdest du erkennen, dass es die Vorstellung ist, eine Regierung zu benötigen. Wenn du das herausbekommen hast, dann hörst du damit auf, autoritären Kollektivismus jeglicher Färbung zu befürworten. Und dann können wir auch mit den Kriegen aufhören und aufhören, Menschen zu unterdrücken.